Spielt fortsetzen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Sirius und ich streite mich gerade hier mit subversiven. Das sieht ja cool aus, das sehe ich gerade zum ersten Mal als den Totenkopf. Pingern herum. Du Scheiße! Ich glaube, wir müssen da runter, ne? So, Kollege, verzieh dich. Oh, ein Buggy. Aber das rutscht hier in die falsche Richtung. Oder kann ich auch rauf? Nein, man kann nicht nach oben rutschen. Ist das eine Türe? Und dann, wo geht's hier hin? Irgendwo hier, wo man wo nichts ist. So, Moment, Moment. Ich muss jetzt erst nochmal die Lage hier checken. Wo es denn überhaupt so hingeht und hergeht. So, wir müssen dahin. 118 Meter. Also mussten wir doch da oben rum, oder? Vermutlich. So, also einmal in diese Richtung gerannt. Ey, lass das alle sein. Wo denn, ey? Also laufen. Du wirst ja hier beballert und beschossen aus allen Ecken und Enden, ey. Danke. Dankeschön. So, wie kommen wir darüber hier durch? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus! Wir sind auf dem richtigen Weg, meine Freunde. Kontrollpunkt erreicht. Yeah. Na, endlich mal. Irgendwas erreicht. Hey, Alien. Platz doch einfach mal. Oh, ich sollte mich nicht neben Fässer stellen. Das ist eigentlich so eine Dummheit von Aliens, die wir Menschen nicht machen. Also außer wir arbeiten bei Cell. Oh, da war so eine Drohne, habt ihr die gesehen? So eine Drohne, die den Anzug ausschaltet. Komm näher. Ah, da guckst du, ne? Mal kurz ausruhen und verschnaufen. Ey, Mann, immer... das gibt's doch nicht. Immer, wenn ich mal kurz denke, nur 5 Minuten Ruhe.
bist denn du für einer? Ach, das ist ein Geschütz? Ein Geschütz. Ich sollte wieder mehr die Umgebung scannen, ey. Dann ist es echt einfacher. Der Pfeil präziser, oder? Dem Pfeil hätte ich mir jetzt ins Knie geschossen. Unangenehm, dass der Anzug hier laufend ausfällt. Muss ich überhaupt hier runter? Keine Ahnung. Ach, da ist so ein kleines Wackelvieh. Feuerspuckervieh. Du, ey, Alter, du gehst mir mal um die Sack, Kollege hier. Ständig den Anzug ausfallen lassen. Gesundheit ist kritisch. Das ist schlecht. Konnte man die Dinger nicht hacken? Machen wir ein bisschen schneller. Gehackt! Yeah, baby! Du bist meiner. Explodier bloß nicht, wenn ich neben dir stehe. Komm, weil es cool aussieht, oder? Achtung. Woo! Dann krepier doch! Bam! Manchmal muss man so Sachen machen, nur weil Partikeleffekte schön aussehen, oder? Alien! Alien, 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 Alien. Überall Aliens. Und einer weniger. Oh, scheiße. Uiuiuiui, mal ein bisschen Munition mitnehmen. Oh, gleich sind wir da. Da sind wir. Puh! Deaktiviert! Yeah! Bin unterwegs! Ich muss jetzt sagen, wenn wir das dritte jetzt nochmal genauso machen müssen, dann ist es so ein bisschen. Mann, so. Dreimal das gleiche, oder? Habe ich hier noch irgendwas liegen lassen? Pfeile oder so? Jetzt wissen wir auch, wofür diese Seilrutsche war. Die war, damit wir schneller wieder in die nächste Richtung rutschen können. Ah, Kacke, ey. Wie geht ihr denn? EMP-Granate kam, glaube ich. Geflogen. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Hier! Aufs Maul! Ach, Mann! Okay, die lassen sich eigentlich ganz gut verprügeln. Nein, 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 ich bin nicht unsichtbar! Okay, gehackt habe ich noch. Ach, du schießt... Nee! Oh, der Kollege stand neben mir.
Das ist ungünstig. Na, das ist, das war jetzt wirklich ungünstig. Mann, ich konnte ja nicht wissen, dass die direkt hinterher gesprungen kommen. Oh Mann, Manu. Flugabwehr, ja, ja, bla bla. Gute Arbeit, Michael. Nähere mich nächstem Ziel. Aufpassen, Seth sammelt sich. Ich glaube, ich muss mal eine kurze Pause machen. Ein bisschen Erfrischung tanken, Kaffee holen, Schokoriegel rein. Irgendwie so Sachen. Schön wäre, wenn jetzt direkt diese kleinen Käfer kommen, dass ich die hacken kann. Nein! Ah, Mann, ich bin so bekloppt, ey. Ich muss darüber. Ey, Mann. Okay, den können wir aber jetzt hacken, oder? Das packen wir. Ah, oh, du bist unser Mann. Mal ein bisschen durchschnaufen, ey. Oh, ich hau einfach ab hier. Könnt mich mal. Und weg hier. Stufe 3. Ja, freundlicherweise wurde hier direkt ein Buggy geparkt, der uns in die richtige Richtung bringen kann. Sprungschanze! Was labern die alle? Ich verstehe kein Wort. Macht ihr, was ihr wollt. Leckt mich doch. Oh, Minen! Ja, stellen die den Buggy direkt vor die Einfahrt. Sind die bekloppt oder was? Ja, danke schön. Super geparkt, du Penner. Ach, das Scheißding fährt nicht mehr rauf. Bisschen noch die Lage checken, ey. Ich muss mal wieder ein bisschen ruhiger werden, ey. Was denn, der sieht mich? Ah ja, okay, sind halt Aliens, die sind fit. Wo ist dieses Scheiß? Da, leck mich doch, ey. Alter Schwede. Junge, vielleicht der Gepanzerte, aber nicht du alleine. War da oben noch ein bisschen Muni für die Typhoon? Nee, oder? Nee. Keine Muni mehr. Ach, fuck, ey. Ich habe sogar alle Pfeile verballert, ey. Was ist das? Ah, dann platzt die halt so. Los, gib mir deine Knarre, du Penner. Ich habe gar keinen gegriffen, noch gar nicht, ne? Soll ich mal machen. Oder habe ich irgendwann mal einen gegriffen im Gameplay jetzt? Uiuiui! So, wollen wir eine Pause machen?
Ich brauche echt unbedingt einen Kaffee, meine Freunde. Und ich würde sagen, den gehe ich mir jetzt mal holen. Und daher, an dieser Stelle, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht finden wir noch den abgestürzten Senkrechtstarter und räumen die Minen um den Rebellen-BMT weg. Das müssen wir mal gucken. Bis zum nächsten Mal und haut rein.